Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Mages of Mistrelia. Wir haben in der letzten Folge hier so einen komischen Troll besiegt. Den Obertroll, hätte ich bald gesagt. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen, wo wir hin können. Und wir müssen vor allen Dingen diese 5 Feuerschalter, wenn möglich, finden. Ja, von da sind wir gekommen. Von hier? Nee, von hier sind wir auf keinen Fall gekommen. Nummer 2 von 5. Ich will unbedingt alle 5 finden und gucken, was passiert, was wir da bekommen. Das heißt, wir im Augen offen halten hier. Schön und alle Schalter mitnehmen. Ich hoffe nicht, dass irgendwie ein Schalter so versteckt ist, dass man nicht rankommt ohne Sprengen. Das wäre unschön. Na, ihr Skelett, ihr. Könnte man ja fast einen nach dem anderen nehmen. Kann man sogar einen nach dem anderen nehmen. Und weg sind sie. Aua, die tun weh, wenn die explodieren. Muss man sich merken. Geh kaputt. Noch mehr von denen, okay. Zappelt hier noch was? Nein. So. Erstmal die Explodierenden, die sind böser. Na, wirst du wohl. Das Mana-Rack könnte man sich eigentlich fast sparen in diesen Teilen. Bis jetzt haben wir nie irgendwie solches Mana gebraucht. Was haben wir denn hier? Hier drüben lässt uns... Hier drüben. Lass uns versuchen, sie zu aktivieren. Ist dies eines der Instrumente, die ich für Mentor finden soll? Ja, aber es sieht aus, als ob es schon vor langer Zeit kaputt gegangen ist. Ich glaube nicht, dass du hier eine Himmelsscherbe findest. Wie sieht eine Himmelsscherbe denn überhaupt aus? Typisch Mentor, dich loszuschicken, ohne es dir zu verraten. Himmelsscherben sind Stücke aus durchsichtigem Kristall. Sie werden milchig, wenn sie Energie sammeln. Können wir nicht einfach eine irgendwo anders herbekommen? Die Himmelstempel ist so weitläufig und wir wissen nicht einmal, ob wir eine finden. Ah, aber du musst wissen, dass es Himmelsscherben sehr selten sind. Sie werden so genannt, weil sie direkt vom Himmel fallen. Wenn dein Mentor dich hierher schickt, dann macht er das, weil die Himmelsscherben in den Instrumenten die einzigen Bekannten sind, die existieren. Dann hoffe ich, wir finden eine. Immer positiv. Wir finden schon eine. Und rums. Und einen haben wir damit gekillt, immerhin. Na, ist ja gut jetzt hier. Skelettis. Noch ein Skelett. Gut. Ah, verdammt, haben wir jetzt leider eine von den Dingern nicht bekommen, von diesen Seelenperlen. Komm, erstmal schnell die. Geht kaputt. Oh Gott. Was bist du? Auf jeden Fall jetzt ohne Panzer vorne. Und jetzt gibt's noch ein paar Nahkampfhilfe. Okay, dann geh halt weg. Was auch immer es war gut einfach zu besiegen, glaube ich. Okay, der macht uns den Weg da lang frei. Ah, hier. Achso, okay, der macht das da bloß. Ich wollte mich aber vorher umgucken, nicht, dass wir jetzt hier so ein Feuerteil übersehen. Von da oben kamen wir. Haben wir das nicht gerade schon aktiviert, ohne dass hier welche rauskamen? Anscheinend nicht. Gut, da hätten wir eins tatsächlich übersehen. Okay, runterfallen kann man hier nicht. Hier müsste man sich durchspringen, kann man aber nur von der anderen Seite. Schade. Dann hätten wir die Teleportrune nach hier nämlich. Okay, das heißt, wir machen den und gehen hier durch. Und dann wechseln die ab. Schlüssel. Ah, Schneemänner sind gefüllt mit Bösen. Gut zu wissen. Auf der Seite, okay. Und wir haben einen Schlüssel. Noch einer. Jetzt reicht's aber hier. Feierabend. So. Ganz schön weit geschlittert.
Okay, da können wir die Tür öffnen. Hier wird es wahrscheinlich immer noch nicht sein. Dort ist ein Instrument. Versuchen wir es. Diese hier ist auch kaputt. Was ist das für ein Ort? Ich habe vorher nie vom Himmelstempel gehört. Das ist wahrscheinlich so, weil er nicht mehr in Gebrauch ist. Seit der Marquis ihn die Macht genommen, an die Macht gekommen ist. Boah, was ist denn heute los? Alles hier deutet darauf hin, dass es schon eine Weile verlassen ist. Lebten hier mal Menschen? Vor langer Zeit ja. Es wurde von Magiern aus alten Zeiten genutzt, um den Himmel zu beobachten. Weißt du, Zauberkunst ist eine Nachahmung himmlischer Magie. Sie mimt sie nach, indem sie sich der Energie von einem selbst und der des Planeten bedient. Den Himmel zu beobachten erlaubt eine weitere Verbesserung der Magie und die Entdeckung neuer Glyphen. Sie haben hier also neue Zaubersprüche erschaffen. Ja, es dient auch dazu, sich auf zukünftige Ergebnisse vorzubereiten. Der Himmel, musst du wissen, kann den Fluss der Magie im Tal vorhersagen. Es ist wahr, dass diese Instrumente wenn sie nur funktionieren, uns etwas über die Finsternis verraten würde. Sie haben es in der Vergangenheit so getan. Das heißt, wir müssen uns beeilen und zügig Antworten finden. Zack und zack und zack. Da haben wir eine Tür offen nach unten, würde ich mal sagen. Ah, unten haben wir eine neue Tür geöffnet. Hier drehen sich diese zwei Kristalle, die wir bisher erst haben. Ich habe so das leise Gefühl, irgendwo haben wir was vergessen. Na, 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 na. So einfach nicht. Vielleicht hätte ich den explodieren lassen sollen. Der hätte uns bestimmt die Gegner mit weggemacht. Und noch den letzten hier oben. Und dann holen wir uns mal die Seelenperlen hier. Denn wir brauchen 300 für einen neuen Zauberstab. Ich hätte gerne den Feuerzauberstab. Vielleicht wäre der dahingehend nützlich, dass er uns die Türen aufmachen könnte. Hier, ich versuche es bei diesem. Auch kein Glück mit diesem. Weißt du, warum wir solche Instrumente benötigen, um den Himmel zu gucken? Der Himmel fließt über von himmlischer Energie. Menschen mit der Gabe sind von Natur aus sensibel für eine Art Energie und sie ist zu stark für sie, um sie zu kontrollieren. Also deshalb war es mir nie möglich, für längere Zeit in den Himmel zu schauen. Mein Onkel muss schon lange Zeit gewusst haben, dass ich eine Magierin bin. Ich frage mich, warum die Instrumente eine Himmelsscherbe benötigen, um zu funktionieren. Himmelsscherben absorbieren magische Energie, die auf sie gerichtet wird. In diesen Instrumenten agieren sie wie Filter für die überwältigenden himmlischen Energie, was den Beobachtern erlaubt, sich von Schaden zu schützen und in den Himmel zu beobachten. Tja, dann müssen wir wohl die ganzen Scherben finden. Oder die Scherbe finden, damit wir den Himmel tatsächlich beobachten können. Oh Gott. Okay, hier hinten haben wir, glaube ich, erstmal noch so ein... Haben wir nicht. Du geh mal gleich wieder schlafen. Okay, wir müssen alle drei aktivieren. Okay, das war nicht gut. Das war keine gute Idee, da lang zu fahren. Wir müssen also andersrum anfangen. Lassen wir es mal kurz nochmal austicken. Okay, wir brauchen den. Und dahin. Okay, ich hätte noch eine andere Idee gerade gehabt. Man hätte das garantiert auch mit dem Schild machen können. Zack. Wir waren zu langsam. Oder wie? Nein, verdammt. Boah, was ist denn jetzt los? Gibt's davon hier nicht. Können wir das mal neu starten? Können wir nicht. Okay, müssen warten, bis es fertig ist. Wir fangen mit dem an und nehmen dann andersrum, würde ich sagen. Den, dann den. Nein, blödes Timing. Okay. So wird das auf jeden Fall nichts. So er auch nicht. Ach nee, jetzt piepen wir wieder. Gott.
Wollte sagen, das waren doch jetzt aber alle. Wir brauchen Krüge, damit das Piepen aufhört. Okay, hoch kommen wir nicht. Muss man wahrscheinlich runterrutschen. Herz. Noch mehr Herzen. Super, das Spiel hört auf uns. Was bist denn du? Neues Verhalten. Sprengen. Sprengt den Zauberspruch in einem Gebiet in die Luft. Ausschließlich mit Imenti anwendbar. Ach, nicht schon wieder so ein Teil. Und jetzt auch noch so engen Raum. Okay, das flog um eine Kurve. Eigentlich hat man noch den Kurvenzauber rausgenommen. So, dann wollen wir mal den Imenti noch eine Glyphe verpassen, nämlich sprengen. Können wir es dann anbauen? Ah, bauen wir es einfach da an. Oh, okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Das macht gleich mehr Schaden. Ich hoffe, das tut uns jetzt bloß nicht weh. Nummer 3 von 5. Sehr schön. Okay, jetzt kann das ja auch wohl hinter sein, denn wir können uns ja jetzt hier durch alles schön durchsprengen. Cool. Plups. Das hätte man hier bestimmt auch noch auf andere Wege lösen können. Was haben wir hier? Ah, hier komme ich hier. Ah, wir kommen wieder hier hin zurück. Warte mal, hier gab es auch noch Wege zum Sprengen. Da haben wir das. Ach, das öffnet uns die Tür? Okay, ich dachte, das hätte uns. Bringt uns mehr. Aber wir sollten nochmal den kompletten Weg gehen. Da gab es auch noch Sachen zum Springen. So, das war der mal 10. Wir gehen nochmal den Weg ab. Auch wenn es vielleicht ein Umweg ist und wir sinnlos den Weg gehen. Aber genau, hier gab es nämlich auch noch Sachen zum Springen. Rumpf. Was haben wir denn hier? Ein Eingang wohin, okay. Zu einer Kiste. Für eine lila Seelenperle. Okay, das nächste Mal nach Heaven lohnt sich dann auf jeden Fall. So, da haben wir nichts mehr zum Sprengen. Ich glaube aber, hier gab es noch mindestens noch eine Tür, hätte ich gesehen, für den Portal hier, ne? Genau. Das hätte man vielleicht auch andersrum haben können. Und rums alles auf einmal. Und weg. Ja, guck mal, da haben wir nämlich noch eins von den Teilen. Nummer 4 von 5. Ich will nämlich wissen, was da passiert. Das gibt uns bestimmt entweder einen neuen Zauber oder es gibt gut Kohle oder sowas. Irgendwas passiert doch da, wenn wir alle haben. Das heißt, wir müssen noch den letzten finden. Und da oben können wir nämlich vor allen Dingen jetzt nochmal die Portalrune aktivieren und auch von da aus direkt runterspringen. Huch! Ach, das ist wieder so ein Direktwegporter. Okay. Das war einfach wieder. Kein Direktwegporter, sondern Porter zu einem nächsten lila Seelenperle. Eine noch, dann können wir uns zweimal was holen. Okay, da kommen wir nicht hin. Gut, wieder zurück. Da geht's da auch noch irgendwo hin? Nein, schade. Da wird's blockiert dann, der Weg. Gut, nichts zum Sprengen. Ich will sprengen, da wir jetzt schön sprengen können. So, hier lang, glaube ich, gab's. Nein, ich muss echt besser aufpassen, wo wir hinrutschen. Oder dieses Rutschen erstmal sein lassen. Okay, du bist nichts. Ach, stimmt, da, glaube ich, waren Schneemänner und der Schlüssel. Den Schlüssel gab's, glaube ich, da. An der Stelle. Ups. Okay, hier hatten wir die nächsten drei gemacht. Und dann sind wir wieder im Mittelraum. Okay, gut, dann haben wir in der Richtung auf jeden Fall erstmal alles weg. Die Frage, wir konnten ja auch nach hier gehen. Gab es hier auch noch was zum Springen? Ich meine, das hier. Hier oben haben wir das bekommen mit dem Springen. Und hier, glaube ich, gab es nichts zum Springen an der Stelle, oder? Doch, da hinten. Gut, dass wir auch hier lang nochmal sind. Zack. Und da haben wir das letzte. 3, 4, 5. Was passiert jetzt? Das war 5 von 5. Gehen wir aber mal wieder zurück in den Mittelraum, mal gucken, was passiert.
Sie drehen sich plötzlich schneller und stellen sich in einer Reihe auf, okay? Sie offenbaren eine Truhe. So, die werden wir uns mal noch schnell holen, auf jeden Fall. Mit einem neuen Zauberspruch. Neues Verhalten. Meistern. Fügt den Zauberspruch einem Elementareffekt hinzu. Igni. Fügt die Möglichkeit hinzu, dass ein Brandeffekt ausgelöst wird. Aura. Fügt die Möglichkeit hinzu, dass eine Reihe von Angriffen gestartet wird. Aqua. Fügt die Möglichkeit hinzu, dass Ziele erstarren. Gea. Fügt einen Rückstoß hinzu. Anwendbar mit jedem Zauberfokus. Sehr schön. Dann fügen wir das doch glatt mal überall hinzu, würde ich mal sagen. Zack. Ich glaube, man kann das nämlich überall einfach hinaktivieren. Macht's. Ne, da macht's keinen Sinn. Okay. Warte mal, wenn wir das da hinpacken. Okay, den da hin. Und den. Ah, okay, aber so haben wir wenigstens eine Reihe geschafft. Super, dann haben wir den da drin. Hier kann man den auch noch hinzufügen, hieß es. Creo bewegen. Bewirkt ein Bewegungsverhalten beim Anmelden von... Okay. Den packen wir da auch rein. Dem Actus machen wir natürlich auch noch einen Meistern hinzu. So, macht das, glaube ich, mehr Sinn. Warte mal, den kann man doch dahin packen. Ah, okay, der hat natürlich da keine Verwendung dann. Dann kann man das auch so lassen. Und... Emedi bekommt den auch noch. So, und ich würde sagen, das Ganze probieren wir dann beim nächsten Mal mal aus. Mal gucken, was passiert. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder hier zurück zu Mages of Mistria. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. Euer Kailan. Ciao.